1. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Dream Team. Ich weiß jetzt nicht, ob das die fünfte Folge ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Heute hatte ich ein bisschen vor, ein bisschen mehr zu farmen und vielleicht noch die Karte zu vervollständigen. Vorne am Spawn sollte ich das auch nochmal machen. Und dazu sollte ich auch mal. Ich dachte, ich sorge mal dafür, dass dein Haus für Süßgelegenheiten mit aller freundlichen Grüßen. Wer denn? Oh nein. Ich habe da ein sehr, sehr ungutes Gefühl dabei, wenn ich ehrlich bin. Erstmal sag ich mal. Och nee. Och, ist das euer scheiß Ernst? Ja gut, ich muss zugeben, ich habe das schon gesehen und etwas abgebaut. Wenn ich den erwische, Mann, ich darf das hier alles abbauen. Warum? Warum werde ich so gehasst hier? Warte mal, C. Wo ist meine Axt? Wo ist meine verfluchte Axt? Also meine Obsidian-Axt meine ich jetzt. Nein, da. Nehmen wir erstmal die hier. Das ist. Und vor allen Dingen Birkenholz, also ganz ehrlich. Danke dafür. Achso, das habt ihr bestimmt noch nicht gesehen hier. Ich hab hier ein Fahrstuhl gebaut. Hier wird noch was reinkommen, keine Sorge. Also ich habe mir da was vorgenommen. Vielleicht werde ich da geheime Sachen oder sowas reinklatschen, aber das werde ich dann wahrscheinlich eher weniger. Weil geheime Sachen, das bringt dann auch nichts, wenn da ein Fahrstuhl hinführt. Da wo jeder zugreifen kann. Boah, kann Poseidon mal Ruhe geben? Danke. Alter, ich hab schon. Junge, ich hab schon über ein Stack. Eine Ewigkeit später. Junge, ey, wer war das? Ey, das kann es doch jetzt. Das könnt ihr mir doch nicht antun, Mann. Da ist meine Streitaxt, Alter. Ja, das hab ich auch. Ich bin letztes Mal während. Bisschen das letzte Mal, als ich online war, bin ich hier noch mal eine die fehlende Sache. Diese Säcke, liebe Grüße. Ich glaube, Sunny war das. Oh, Unboxing. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Also, wenn ihr wollt. Ne? Also wenn ihr wollt, würde ich gerne in einem Video gerne auch so eine Art U-Bahn oder sowas bauen, wo dann jeder zu jedem mal kann, ohne gleich hinrennen zu müssen, auch wenn es keinen Sinn ergibt oder YOLO. Oder einfach mal so eine unterirdische, ne? Einfach mal ein Schienensystem bauen. Würde mich freuen, wenn ihr es sehen wollt, wie ich dabei auch sogar noch verkacke. Wozu habe ich diese Scheiße? Die kommen da rein. Zack, zack, zack. Ich kriege aber auch viel Scheiße aus sowas hier raus, ne? So, Weizen habe ich da. Das ist doch nicht mehr normal, oder? So. Die Scheiße mache ich auch noch kurz weg, Alter. So. Ich krieg sie noch zurück. So, weg damit. Ja, aus diesem Grund will ich auch schon wieder so eine scheiß Bahn bauen, weil das regt mich schon die ganze Zeit auf, dass ich überall jetzt halt irgendwie so einen dämlichen Drecksweg gehen muss. Nur um zum scheiß Mr. Madman zu kommen. What the fuck, wer ist denn das jetzt? Ja, die ganze Zeit kommen irgendwelche neue Personen und weil vor da hinten habe ich auch schon wieder Leute gesehen. Wahrscheinlich alles von Nexus und so weiter. Bei dem Maronik. Warum sieht man seinen Nametag nicht? Normalerweise sieht man den allen anderen auch den Nametag. Ich bin mir nicht sicher, aber ich. Na gut. Oh, hallo. Bist du dieser Silvanus, der hier in der Nähe wohnt? Ja, allerdings. Wer möchte das wissen? Mein Name ist Maronik. Ich bin der Leiter einer Organisation namens Ghost Mask.
Wir haben dich eine Weile beobachtet und haben deine Geschichte nachgeforscht. Allerdings haben wir nichts über dich gefunden, als würdest du hier gar nicht hingehören. Das liegt daran, dass ich von Mr. Madman hierher gebracht wurde. Okay, das ergibt Sinn. Aber gut, ich habe eine Quest für dich. Nimmst du sie an? Das eskaliert ja ganz schön schnell. Aber na gut, wir nehmen sie an. What the fuck? Ich danke dir. Hinter deinem Haus ist doch ein Wald in Richtung Süden, der sich in Richtung Süden ausbreitet. Folge diesem Wald bis du Hausruinen findest. Danke. Da suchst du nach einer Unterwasserkuppel. Die Unterwasser ist ja, das ist ja klar, ne? Allerdings. Also, ne, also suche die Kuppel und dringe ein und suche mir ein Tagebuch des Ghost. Bringe es mir und bekommt eine saftige Belohnung. Verstanden. Eine Kuppel unter Wasser? Alles klar, Digi. Na gut, er sagte ja so, hinter meinem Haus? Der Wald. Meint er den Wald, der nach da geht? Hausruinen. Na gut. Dann wollen wir einfach mal jetzt gucken, so, ne? Habe ich genug Essen dabei? Denke mal, ja. Also, ich habe ja auch Goldäpfel dabei und so weiter. Also, das dürfte jetzt auch kein Problem sein. So. Was haben wir? Also, ich soll in diese Richtung gehen, bis ich so eine Hausruine finde. Die meint er wahrscheinlich nicht. Weil das ist einfach nur, ne? Das ist einfach nur ein bisschen Schmutz. Von Turtle, glaube ich, war das. Oder Basti. Hieß er Basti? Also jetzt nicht Basti GHG hier, ne? Den kenne ich nicht mal. Ich habe den, glaube ich, nicht einmal geguckt. Ich kenne nur ein paar Clips von denen. What the fuck? So. Hier ist so ein Sumpfbiom. Ah, lol, das ist ein Sumpf. Ja, nice. So. Alter, genau aus diesem Grund. Ich hätte aus Rom gehen sollen. Meine Fresse, das würde jetzt schneller gehen. Ah, lol, was ist denn da los? Eine Schlucht, die wurde wahrscheinlich noch nicht gelootet. Oh, die werde ich mir auch nochmal unter den Nagel reißen. Das steht fest, Alter. Also die Grube ist meins. Ist das hier? Also einfach nur ein Loch. Ich dachte schon. Na gut. So, in die Richtung wollen wir weitergehen. Oh. Dann kommt denn endlich diese scheiß Ruine, ich habe keinen Bock mehr zu latschen. Oh, das sieht nach einer Ruine aus. Oh, ich habe sie, glaube ich, gefunden. Gut, Junge, was ist denn hier passiert? Ist hier irgendwie, war hier mein Dorf und das wurde irgendwie kaputt geschlagen oder so? Ey, meine Render-Distanz soll ich mal ein bisschen hochschrauben, warte mal. Na gut. Also hier soll ich noch eine Unterwasserkuppel suchen. Das einzige Wasser ist zwei davor. What the fuck, was ist denn da? What the fuck? Ein fucking Luftschiff. Und da hat sich schon jemand hochgebaut. Ich guck das mir auch mal gleich mal an noch. Also ich dachte schon, das wäre ein Villager, lol. Ich glaube, ich habe die Unterwasserkuppel gefunden. Jo, der führt einen Gang dahin. Okay. Ich muss unterirdisch suchen. Vielleicht ist hier irgendwo ein Loch. Vielleicht, oder sowas.
Da ist so ein riesen Krater. Oh, da geht's runter. Der geht's runter. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Alter, wo bin ich denn hier gelandet, Alter? Vielleicht ein bisschen weiter runter. Oh. Warnung, Einsturzgefahr. Betreten auf eigene Gefahr. Ah, Schwein, halt's Maul. Ist da das Eisen? Ah, das brauchen wir jetzt aber jetzt nicht. Ihr hättet eine Schaufel mitnehmen sollen. Aber na gut, wer hätte das denn ahnen sollen? So. Ah. Na gut. Hm. Das sieht schon irgendwie lustig aus. Was haben wir denn hier? Todesstecher. Alter, auf was ist das denn verzaubert, das Ding? Was haben wir hier drin? Nehmen wir mal mit. Nehmen wir, ich loot hier alles, Alter. Meins, alles meins. Was haben wir hier? Schwert des blauen Mondes. Der Kälte. Schwert des blauen Mond der, Kälte. Okay. Warte mal. Kann man die Dinger einfach so. Ne, warte mal. Hab ich nicht. Ich habe keine Spitzhacke dabei. Nein! Hä, wieso habe ich keine Spitzhacke dabei eigentlich? Oder habe ich doch eine? Bitte, bitte sag mir, ich habe eine Spitzhacke dabei. Bitte. Ja! Die Dinger nehmen wir mit. Oh mein Gott, Alter. Schocker. Also hier war schon wirklich lange niemand mehr. Oh, die Rüstung gefällt mir. Nehmen wir auch mal mit. Alter, wir looten ja einfach alles, Alter. Ich glaube, die Schwerter behalte ich mal draußen. Oder haben wir noch eine weiße Rune? Lol. Achso, wir haben ja noch ein paar Backpacks dabei. das nicht. Soll ich mal kurz mal was fressen? Alter, was haben wir denn hier für Sachen? Zauberstab? Denk ich mal. Ne, das ist ein Holzstab. Sah aber aus wie ein Zauberstab. Breit-Dämonenschwert. Dämonen-Kampf-Axt. What the fuck? Schild. Was hab ich ein Schild? So. Schwert des blutroten Mondes. Ui. Lol. Na gut. So ein komisches Schild haben wir jetzt. Jetzt haben wir noch eine Sense. Dämonensense. Alter, das macht übel Schaden hier alles. Nice. Jetzt haben wir ein paar schöne Sachen hier so. Dann nehmen wir noch die Rüstung mit. Die Rüstung sieht aber auch nice aus. Wie viel macht das? Zwar nicht so viel, aber fürs Erste sieht das nice aus. Jetzt, ich habe zwar weniger Rüstung. Alter! Mehr Magie. Das ist definitiv ein Stab. Dämonenstab. Alter, Junge, wer auch immer hier war, der, also, ne? Blutperl auf. War ich hier schon? Ja, da war ich schon. Hier, ein Bogen. Nochmal fehlen. Ghost-Tagebuch. Buchte. Tagebuch. Das war das? Von Sermanus Original. Warte mal, das lehnen wir jetzt mal hier. Tagebuch von Sermanus. Ich schwöre, ich war hier noch nicht. Ich war hier nicht. Tag 1. Ich weiß nicht, wieso ich hier bin, aber es ist so. Ich habe auch vor kurzem angefangen, mir auch einen Ort für meine Base zu suchen. Ich glaube, hier unten und hier unter Wasser ist es am besten. Tag 2. Heute kam ein merkwürdiger Mann, der sich als Magier bezeichnete. Aber ich glaube ihn das überhaupt nicht. Allerdings spüre ich etwas an ihm. Ich weiß nicht, aber
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Also, gut. Okay, das ist definitiv meine Handschrift. Tag 3. Heute war ich mal farmen, um mir Rüstung zu machen. Nach 3 Stunden Farmen bin ich auf eine versiegelte Höhle gestoßen. Ich habe eine Stunde versucht, dieses Siegel zu brechen, aber es gelang mir nicht. Ah. Tag 4. Heute war ich zur versiegelten Höhle aufgebrochen, sage ich mal so. Aber als ich dort ankam, war das Siegel gebrochen und ich konnte da reingehen. Ich fand 2 Schwerter, die ich beide mitnehme, aber irgendwas stimmt damit nicht. Okay, da ging es mir anscheinend nicht mehr so gut. Tag 8. Ich kann meinen Körper kaum mehr gegen die Macht der Finsternis behalten. Ich wusste, die Schwerter sind gefährlich. Töten. Ich will töten. Ich muss meinem Meister dienen. Mein Meister. Leute. What the fuck? Was? Schwert des blauen Mondes? Was? Was? Also. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie mir jetzt der Kopf steht, ganz ehrlich. Also. Was hat das zu bedeuten? Worauf habe ich mir gerade eingelassen? Bin ich jetzt. Habe ich jetzt irgendwie. Warte mal. Im Tagebuch stand. Warte mal. War das Tag 2? Ja, hier. Ein merkwürdiger Mann, der sich als Magier bezeichnete. Könnte das. Nein. Also, der einzige Magier, den ich gefunden habe, mal. Der sich als Magier bezeichnete, war dieser. Wie hieß denn der nochmal? Ich hab's nicht so mit Namen, aber es war so ein Magier in der Folge 2, denke ich mal, wo wir doch den im Turm besucht haben. Wo wir doch die erste Quest abgeschlossen haben. Auf jeden Fall, bei dem waren wir, ne? Ich denke mal, der Typ im Tagebuch meinte ihn. Aber warum? Und wieso? Vor allen Dingen, das gibt keinen Sinn für mich. Also wir gehen jetzt nochmal schnell zu dem Typen und geben ihm jetzt das Buch schnell ab. Also ich weiß zwar nicht, was er damit bezwecken will, weil da steht rein gar nichts drin. Aber gut. Dann gehen wir schnell uns die Belohnung abholen. Uff, ich habe genug Platz. Deshalb soll ich mal den Rucksack. Welcher war denn das? War das der hier? Nö, nee, egal. Abschließen. Alter. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch mal einen fetten Daumen hoch da, seid abonniert meines Kanals und schreibt eure Theorie in den Kommentare, welcher das Selmanus sein sollte. Also, ich bin es definitiv nicht. Ich habe dieses Tagebuch da nicht hinterlassen. Ich schreibe nicht mal Tagebücher. Nicht mal im Real Life, weder im Real Life noch in keine Ahnung was. Haut da rein und ciao. Leute.